Was machst du denn jetzt gerade? Also ich kann dir pauschal nicht sagen, wo die Skelette sind. Ja, nee, klar. Ist wieder dieser komische, verrückte Bananenschädel. Ich habe nur gerade geguckt, was ich so im Link habe. Ich auch im Link habe. Was? Man versteht dich kaum. Wo bist du? So, jetzt bin ich im Link. Ich habe nur gerade geschaut, was bei mir so rumliegt. Aber das ist kein Ding, sondern nur ein Steam-Link. Ja, Steam Link habe ich auch, ja. Dafür brauchst du aber einen PC. Noch nie aufgemacht. Lol. Das ist im Prinzip nur ein Empfangsgerät. Du streamst das von deinem PC aus. Du Ja, genau, schließt. so wie es Shield, also Nvidia Shield. Ja, genau. Wobei das besser sein sollte, also das von Nvidia. Ja, ich glaube auch. Wobei, also ich sag mal, ich kann mich über. Ah, ein Pulverfass. Ich kann mich über die Steam Link jetzt nicht beschweren, ne? Nee, nee. Also Das die nicht. ist schon nice. Die macht, was sie machen soll. Ja. Was denn? Die Insel ist doch ein bisschen größer. Ja, natürlich. Wobei, Ja, also. so. Ja. Ja, so. Hol mal den Anker Ja. hoch und schippern mal einmal um die Insel rum. Einmal um die Insel rum, okay. Ja. Ich bring gerade ein Pulverfass. Ja, Ja, wobei, ich war noch wahrscheinlich bin kurz. ich da, bis du den Anker hoch hast. Sag mal schnell. Also an sich kann ich mich über die Steam Link nicht beschweren. Einzige Problem, so mit Controller anschließen und so, ist so, meh. Also da habe ich kein Problem. Ja, also es geht schon, aber du kannst die Spiele dann aber auch wirklich nur mit Controller spielen, wenn sie auch wirklich Controller-Unterstützung haben im Steam. Ja, schon, aber du kannst doch Maus und Tastatur anschließen. Ja, kannst du theoretisch auch, aber ja, Und Controller kannst du Spiele, die Controller und Teils Controller Unterstützung haben. Bei Tiles-Controller bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ich weiß es nicht. Also Stardew Valley ist ja eigentlich, hat ja eigentlich Tiles-Controller-Unterstützung. Kannst du. Das weiß Ja ich jetzt nicht. doch, ich mein schon. Kannst du. Also es ist auf jeden Fall mit Controller spielbar. Es funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ach, scheiße. Aber wenn du jetzt es mit Controller über die Steam Link versuchst, geht's nicht. Schließt du den Controller direkt an den PC an, geht's. Hast du Steam-Controller oder Nee, ein Xbox-Controller? Xbox-Controller. Mit dem Steam-Controller könnte das vielleicht funktionieren, weiß ich jetzt nicht. Müsst ihr mal gucken. Der Also Steam-Controller einfach war auf mir die zu andere Seite teuer. der Insel, oder in die Bucht hinein. Mir ist das egal. Ich habe hier gerade einen Kelch gefunden. Ja, okay, können wir verkaufen. Ja, soll ich auf die andere Seite der Insel jetzt einfach hinfahren, oder? Ja, genau, einmal komplett rum. Ja, mal komplett rum nicht, weil dann stehe ich wieder dort, wo ich vorher war. Ja, quasi jetzt mal Ich eins, weiß, was ich einmal. meine. Ja. Du wirst die Skelette da hinten gleich sehen. Ach, du bist schon wieder bei den Skeletten. Ja, ich bin da vorher eigentlich weggerannt. War eigentlich der Plan, nur da habe ich den Kelch gefunden. Und du Ich bist wollte die jetzt. eigentlich mit dem Pulver. Ja, ich wollte die eigentlich mit dem Pulverfass platt machen. Ah, da bist Die du, schießen auf hi. mich. Die schießen auf mich. Ach, da. Hä, von wo haben die denn geschossen? Von der Mitte der Insel bei der Ja, Bucht. oben. Ach, da. So, da kannst du jetzt gleich mit Anker reinhauen. Genau da, wo du jetzt bist. Alter, ist Da, das genau, Schiff okay. schnell. Hau rein. Ich lauf schon. Los, mach Ja, lauf Anker. schneller. Ja. Schlaf nicht ein. Oh, hier sind auch Skelette. Jetzt hör doch auf, Bananen zu fressen. Stirb doch einfach. So, ich komme mit dem Kelch mal an Bord. So. Also komm mal an Land. Wenn du einmal komplett in die andere Richtung rennst von der Insel, komm einmal geradeaus drüber, am Strand entlang, siehst du da hinten am Strand ein Fass liegen, Pulverfass. Da. Okay, warte mal, ich muss Munition nachholen. Ja. Dann soll man das Schiff wirklich alleine stehen lassen, weil ich meine, wir haben schon ein paar Schädel drauf. Ja, lass mal stehen, passt schon. Ich glaube, nicht weg. Lol, Texturfehler.
Oder einfach, weil meine Textureinstellungen so schlecht sind. Das kann auch sein. Ach, weißt du, was auch sein kann? Ich hab doch meinen Beleuchtungsscheiß voll schlecht stehen. Wahrscheinlich ist es deswegen vorhin in der Höhle so dunkel gewesen. Weil du so viel Gegenlicht hast, ja. Hallo? Wo sind denn jetzt die nächsten Skelette? Ach, da hinten ist noch eins. Wieso bist du denn da hingerannt, Penner? Du sollst einmal quer über die Insel drüber über den Strand oder was? Mhm. Grafik. Ja, Beleuchtungsdetails gewöhnlich. Oh. Toll. Das ist jede Menge da, ne? Was denn? Alter. Ja. Ich merk's gerade. Passt man mal kurz nicht auf. Aua, Alter. So, das Skelett ist weg. Na, gibt es, oder? Ja, ist nice. Ja, dann geh ich da noch was holen. Okay. Wer hat jetzt einen Schädel? Ich nicht. Okay. Ich. Fahrt abgeschlossen. Ja, endlich, ey. Das ist auch lang genug gedauert. Über eine Stunde. Für 4 Inseln. WTF, ey. Ha, ich bin schneller. Aha, toll. Aha, da kommt ein Hai. Ist mir egal. Weil der triggert gleich eh mich. Genau. Lol. Einfach weggeschossen. Oh, da war er. Oh. Nicht nochmal. Oh, Glück gehabt. Oh. Macht ihr den noch kaputt, bevor ich da bin mit dem Pulverfass? Nö. Warte, ich muss mal kurz Munition holen. Lass uns drauf ankommen. So, ich schieße doch mal auf das Pulverfass hier, ne? Nein. Ganz sicher nicht? Ist tot. Mit meinem letzten Schuss. Wollt. Jetzt will ich noch schießen, dann macht er. Ja, so, bist du schon am Schiff, oder was? Ja, schon lang. Dann hol doch schon mal die Pulverfässer oben vom Mast runter. Ja gut, ich schieß rauf, ne? Ja. Versuch es. Nein! Lol, fuck. Seile durch den Mast durch. Ich glaube, hinter uns kommt gleich ein Skelett Raid. Die Wolken fahren ein bisschen so komisch rot. Können wir gut machen. Wir haben was Besseres. Ey! Drecksack! Ha? Das ist Hundefutter, kein Katzenfutter! Was denn? Ja, der frisst hier gerade das gewölfte Fleisch von Odin. Wett. Ich barfe meinen Husky. Also er kriegt nur Fleisch. Ich guck mal, wo der nächste Außenposten ist. Einfach nach Süden runter. Das ist der nächste Außenposten. Ja. Dann einmal den Anker hoch. Ja, warte, ich hol mir mal eben Bananen. Bin out of Bananas. Ey. Kann man eigentlich auch in die falsche Richtung drehen? Nein, kann man nicht. Nein. Wäre aber lustig gewesen. Also ich sollte auf jeden Fall öfter mal bei Streamlabs optimierte Einstellungen benutzen. Codiereinstellungen. Das läuft auf jeden Fall wesentlich besser. Aber schon, auch wenn du dann so eine 340p Skalierung hast, ja. Ja, wie sollte auch anders sein, wir haben wieder Gegenwind. Da würde ich lieber dann schauen, dass ich eher die Bitrate runterdrehe, aber trotzdem noch die Auflösung da lasse. Nee, die Bitrate muss ja hochgedreht werden, wenn du so eine Bildübertragung haben willst.
Ja, du musst es nicht krass übertreiben. Du kannst noch ein bisschen darunter gehen und es geht trotzdem noch. Was Dominik? Die 3500. Ja. Oder ja, so einer von beiden. Knallt euch mal ein Ruder. Ich gerne schmucken. Wo hast du denn gesagt? Nach Süden muss ich, ne? Einfach geradeaus auf die Lichter zu. Guck mal nach vorne, siehst du die Lichter. Du siehst Siegel. Ach so, alles klar. Also, weißt du, was ich gerade bei dir gelesen hab? Was denn? Tapfere Vorhaut. Ah, ja, toll. Ich seh nur tapfere Vorhut. Ist das jetzt echt dein Ernst? Ja, hab ich jetzt gerade so aus dem. Ich guck so gerade rüber und denkst so nichts dabei und denkst so, tapfere Vorhaut? Ach, nee, Quatsch. Hast du dann jetzt endlich mal verstanden, warum ich das immer sag, ja? Ja, jetzt hab ich geschnaggelt. Weil er darauf neidisch ist, dass er den Titel nicht haben kann. Oh, ja, nö. Die wollte ich nicht haben. Ich auch nicht. Die nicht. Ich schon. Ich bin stolz auf den Haijäger. Da bin ich lieber Lumpenkönig wie alles andere. Pisten, die dann kommen oder nicht kommen. Was? Und ich habe auch sehr, sehr viel Entscheidungskraft darüber, was kommt. Das passt vor Vorhaut. Ach ja. Aber können wir nicht das Segel irgendwie. Nee, Wind steht einfach scheiße. Ich kann es genauso gut reinholen. Ach, echt. Na komm. So, wo sind jetzt hier die Stiege? Ist doch egal, Bretter einfach voll auf den Strand. Ja, nein. Bretter. Doch, Bretter voll auf den Strand. Das Schiff rollt zurück, geht unter und die Schätze sind weg. Quatsch, die Schätze schwimmen hoch. Ja. Tu, was du lassen kannst. Ja, wollten wir doch beim letzten Mal machen, Mark. Wir wollten noch gucken, ob wenn wir auf Land den Anker setzen, ob der wirklich zurückgezogen wird. Ach so. Ja, da hat man aber mehr Schwung drauf. Du hast ja jetzt kaum Schwung. Fährst du gegen den Wind, hast du gar keine Power. Ja, doch, das geht schon. Weiter rechts? Ah, okay. Oder so. Da haben wir einen Anker rein, ne? Ja, wir müssen ja. So. Leute, hier ist sogar. Hier ist sogar ein Steg. Okay. Passiert gar nichts. Der geht echt wieder, wirklich einfach nur wieder zurück. Ja, dann flick die Löcher. Ja, mache ich jetzt. Ich helfe dir mal. Anker seht draußen, ne? Wir wollten beim letzten Mal eigentlich wirklich so richtig schön bis mitten auf dem. Auf die Insel drauf. Ja, auf die Insel drauf. Ja, geht leider nicht. Nee, scheinbar nicht. Ja, vor allem hier jetzt nicht, weil weit vorne schon so eine Sandbank ist, so eine Kacke. Bei manchen Inseln würde das mit Sicherheit gehen. Wenn du genug Schwung hast. Ja, ich glaube, dann bist du auch wieder zurück. Gedingst. Weißt du, was ich mal gerne probieren würde? Mit voll Schmack so eine Schaluppe umsegeln. Volles Fund drüber rasen. das funktioniert nicht ganz. Echt nicht? No. Also die geht runter, oder nicht? Die Schaluppe. Nein. Na, scheiße. Kurz bevor sie davor ist, kippt sie wieder zurück und schleudert das andere Schiff, das drüber fahren will, wieder weg. Lol. So. Nee, aber ich meine, die wird doch beschädigt und geht unter. Das meine ich. Nicht wirklich. Wer rennt da auf der Insel rum? Einer von unseren? Ja, ich. Achso. Okay. Boah, mach mir Angst, ey. Ja, ich hab da gerade mal darin rennen sehen. Ich stehe draußen am Fenster. Ich hätte wohl Nein sagen sollen. Ja, auf jeden Fall. Dann wäre ich mit dem Totenschädel auf jeden Fall auf dem Schiff geblieben, ey. Hättest einen Anker hochholen können. Ja. Spätestens dann, wenn er sieht, dass er Kohle kriegt. 880. Nice. Das war der Besondere. Ja, und? Dafür, dass du sonst meistens irgendwie so 300-400 kriegst? So, wo ist denn die Troller überhaupt? Du bist eigentlich direkt drauf zugelaufen. Wo ist unser Schiff? Alter, direkt hinter der Troller. Ich bin Seelenorden auf 21. Lol.
Was ist denn nochmal das maximale Level gewesen? So, der Ehrlose war, hat 233, ne? Das zum Thema 888 ist nicht viel. Der ist auch ein Ehrenloser. Aber der andere müsste eigentlich schon mehr hergeben. Ach, Alter. Schwertrick, komm. Denk an die Pulverfässer, bring auch Kohle. Ja, ja. Oh, Lobigung freigeschaltet, nice. Kelch zum Schatzmeister oder zum Händler? Schatzmeister, ne? Ist, glaube ich, furzegal. Ich denke Schatzmeister, ja. Und die Pulverfässer zum Händler. Versilberte ja. Tasse. Goldsammlung Stufe 24. Läuft. 16. Oh. Habt ihr schon alle Pulverfässer weg? Nein! Nee, Schädel sind noch zwei. Achso. Oh. Ich bring erstmal die Schädel weg, ey. Ja. Schießt einen auf die Pulverfässer, bam, alles weg. Könnte passieren, ja. Ich könnte es gerne mal testen, ob es so ist. Nee. Wir hätten doch den anderen Steg anfangen sollen, hä? Ach, das ist doch egal. Ich glaube, auf der Insel läufst du sowieso, ey. Beim letzten Mal dachten wir auch, oh, stehen wir aber gut. Das ist genau am falschen Ende. Oh, der hat sogar 300. Aber bringt der. Können Sie vielleicht neue Siegel oder neue Anstriche ausgeben? 247. Super. Wahrscheinlich bringen die Pulverfässer jetzt mehr, ey. Was passiert, ne? Die bringen wir dann aber zum Händler, ne? Genau. Ja. Okay, dann haben wir vielleicht doch am falschen Ende geparkt. Ja, oder sonst noch schnell umstellen, weil Pulverfässer haben wir doch ein paar. Mir egal. Wer schießt hier? Das würde ich jetzt gerade auch gerne wissen. Weil ich laufe ja mit dem Pulverfass herum. Andrej? Nein. Niemals. 157, wow. Ach lol. Hans und Level 8. Guck mal, die Pulverfässer von unter Deck noch holen. Hab ich schon. Die habe ich auf Deck gestellt. Waren zwei Stück, glaube ich. Nee. Ja, da hinten stehen aber noch 1, 2, 3, 4. Ich wollte gerade sagen. Ach so, noch mehr. Okay. Ich hatte nur die 2 gesehen. Oh, ja. Wer wird denn hier schon müde? Du warst der Erste. Hast du vorhin immer noch gesagt, du warst immer der Erste. Ja. Ich stell mal eben Pulverfässer hoch. Quitschi quatschi. Hör mal auf, da rumzuschießen. Bring lieber Fässer an Land. Ah, Scheiße! War knapp vorbei. Ich glaube, einer noch und dann haben wir alle oben. Hier steht noch eins. Also unten müssten jetzt noch insgesamt 3 gewesen sein. Ja, sind jetzt keine mehr. Habe ich jetzt. Ich habe jetzt das letzte in der Hand. Wirklich? Ja, trau mir nicht. Nur das andere habe ich hier schon raus. Nee, weil ich habe eins noch am anderen in den gestellt und das habe ich hier jetzt gerade weggebracht. Achso. Ja, aber doch, Papa.
Mir fehlt echt nur noch eine schöne Schnipper und dann habe ich erstmal das Wichtigste alles in schönen Skins. Schön verpackt. Dann kann ich in Ruhe auf Bot sparen. Handelsbund, R12. Geil. 9. Ja. Ist noch ein Pulver fast oben? Ja, eins ist hier noch. Achso, das hat jetzt die Shops sind dann, ne? Ja, ich nehme mich schon. Gut, dann geh ich schon mal shoppen. Soll ich mal ein Schwein sein, Dominik? Nein. Ich häng grad hinter dir her. Ich geh nur zum Händler, wenn du auch gehst. Na gut, dass ich schneller bin wie du. Das kostet 13.000. Schöne Geld. Das war's Scheiße, wert. Ich war nicht weit genug weg, ey. Nein. Weil bis du dich umgedreht und gezielt hast, bin ich wieder hinter dir her. War aber geil. Ja. Zack, sind sie weggeflogen, die beiden. Oh. Eigentlich nur zusammengesackt, aber passt. Oh, das sieht nachher bestimmt im Stream gut aus, ey. Ja, ein weißer Blur. Ein weißer Blurhaufen. Pass auf, das ist genau die Kohle, die uns fehlt für eine Waffe oder keine Ahnung was. Yep. Nee, für eine Schnipper brauchst du 13,5. Okay. Die hab ich auf jeden Fall. Ich hatte ja, bevor wir auf die Runde losgegangen sind, hatte ich schon irgendwie wieder 11,5. Okay. Ach ja. Was habe ich denn hier? So, hier waren glaube ich auch die Herrschersachen. Ne, auch Admiral. Oh, die ist schön. Was denn? Gut, aber so viel Kohle habe ich nicht. Okay, Admiral sieht auch geil aus. Die Sniper ist aber geil. Diese grau-schwarze Dominik. Ja, ja, die. Zeremonien oder Augenklappe oder Erhabene? Prachtvoll. Prachtvoll? Gibt nur grau-schwarz. Admiral. Ja, achso, das ist Erhaben. Grauschwarz ist erhaben. Okay, hier steht prachtvoll. Das ist erhaben. Bei manchen Sachen ist es erhaben, bei manchen ist es prachtvoll. Beim Hut ist zum Beispiel wieder prachtvoll. What a pleasure that was. Who are you? Oh, warte mal, ist das ein Fehler? Nee, hier ist auch prachtvoll. Ja, wenn es jetzt, ja, der Hut ist prachtvoll, aber wenn es jetzt schaust bei der Augenklappe, ist es erhaben. Prachtvoll. It's been memorable. Warte mal, da muss ich erstmal zu Augen. Wo ist ein Klamottengedöns hier? Delightful to see you. Erhabener? Da. Ach so, ja, okay, da ist der grau-goldene ist da der Erhabene, aber es gibt auch das prachtvolle Paket. Ich wollte doch sagen. Der prachtvolle Gürtel ist nämlich da braun-silber. Da die prachtvollen Stiefel sind die Halbhorn, diese Boots. Oh, Hut gibt's keine Pracht, also da gibt's keine Erhaben. Doch, Erhabener? Ach doch, ist doch da. Hab ich übersehen. Der sieht eigentlich auch geil aus. Ja, aber der Hut oder der prachtvolle? Der prachtvolle Hut. Ah, oh, schon Style. Den Erhabenen finde ich, nee. Weißt du, was ich lustig finde? Okay, der prachtvolle Hut wäre auch noch geil. Dass sie den Zeremonienhaken hier mit dem Haken, mit normalen Haken vertauscht haben. Der Zeremonienhaken ist eigentlich der prachtvolle, der Erhabene Haken ist eigentlich der normale.
Und der Haken, der normale, ist eigentlich der Dämonenhaken. Das ist doch ein bisschen vertauscht. Ist? Oh, gut. Ja, der Haken, der was jetzt als Haken, also Dämonenhaken angegeben ist, ist eigentlich der prachtvolle Haken. Ist eigentlich... Aha. Okay. Der normale Haken ist eigentlich der Zeremonienhaken. Stimmt, und ja. Der habene Haken ist eigentlich der normale Haken. Nee, der normale ist doch wahrscheinlich der jetzt aktuell prachtvolle. Dieses komische Holzding da. Das müsste doch der normale sein. Nee, der normale hat auch eine Rotfärbung dabei. Echt? Ja. Aber dieses komische gelbe Holzding da, finde ich, irgendwie sieht am beschissensten aus. Ja, das ist der schändliche. Welchen Haken meinst du gerade? Ach so, warte mal. Nee, das sind... Doch, den... Ach, ist doch egal. Also ich habe bei mir von links nach rechts Haken des Admirals, Zeremonienhaken, erhabener Haken und prachtvoller Haken. Genau. So, meiner Meinung nach würde ich sagen, dass ganz links der Haken des Admirals der Zeremonienhaken ist. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommt der prachtvolle, der hier als Zeremonienhaken beschrieben ist. Genau. Dann würde ich sagen, so wie es da ist, der Erhabene und dann der Normale. Ach so, ja. Könnte auch sein. Weil der ganz rechts... Stimmt, vom Haken her simpel ist, genau. Ja, das ist der simpelste eigentlich. Stimmt. Wobei... Der viel mehr Eisengedöns hat, also so Verzierungsgedöns an Eisen, als der Erhabene. Also das ist momentan Erhabene, weil der hat nur zerkürte Schnallen und das war's, ein Zickzack halt. Der momentan, ja, aber also der Haken selbst ist irgendwie nur so ein schlecht geschmiedetes Hakengedöns, ich weiß nicht was. Der Erhabene hat schon diese Verschraubung oder Vernietung, was der da hat, ja, keine Ahnung was, und hat diesen Goldkranz und schöne Gürtel drumrum und so, ne? So, haben wir jetzt zwei. Ich melde mich ab für heute. Ja, komm. Ja. Ich würde auch sagen, wir machen Schluss. So. Von daher auch an die Leute, die noch da sein sollten, was ich glaube aber, es sind nur Bots. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Für die Leute auf YouTube genauso vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, sowohl im Stream als auch im Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.